EA Productions. EA Productions liest aus dem ersten Bändchen des Gespensterbuchs, herausgegeben von Johann August Apel und Friedrich August Schulze im Jahre 1811, Der Geist des Verstorbenen. Erster Teil. Des Herrn Solles Rittergut und drei ansehnliche Häuser in der Stadt erwarben Julien, seinem einzigen Kinde, zwei Drittteile Verehrer mehr, als ihr ausgezeichneter Wuchs und ein besonders reizendes Gesicht dem artigen Mädchen verbürgen konnten. Daher hatte sie in einem Alter von 17 Jahren schon Gelegenheit gehabt, einigen Heiratsanträgen durch zweideutige Antworten auszuweichen und einige andere geradenwegs zurückzuweisen. Ihr Vater, dem sie die Gründe dazu angegeben, freute sich, eine so verständige Tochter zu haben. »Da kennen Sie Julien nicht«, sagte er zuversichtlich, als ihn jemand auf ihre besondere Freundlichkeit gegen den Dr. Hess aufmerksam machen wollte. Er glaubte, dass das Mädchens Hoffnungen den Kreis seines stillen, bequemen Hauses noch gar nicht überschritten hätten. In seinen mit einer leidlichen Gesundheit und Ruhe zufriedenen Jahren vergaß er, dass die Wünsche der Jugend sich ganz und gar anders gestalten und dass die Sehnsucht nach ihrer Erfüllung von einem wohlgepflegten, sorglosen Leben eher aufgereizt als besänftigt werde. Umso mehr überraschte ihn ein Brief von dem Doktor, der für Julien bestimmt, in ihrer Abwesenheit durch die Einfalt des Überbringers Herrn Soller ausgehändigt worden war. Die Aufschrift zeugte von einer männlichen Feder und er wartete mit Ungeduld auf die Rückkehr seiner Tochter. Ihr Erschrecken, als er den Brief übergab, machte, dass er denselben sogleich wieder an sich riss, eröffnete und die unwandelbare Liebe mit ansah, auf die sich Gustav Hess darin zu wiederholten Malen berufen hatte. Einem scharfen Examen folgte ein noch schärferes Verbot. Was mußte Julie nicht alles in einem Atem versprechen, um nur für den Augenblick Ruhe zu erhalten? Der unterbrochene Postlauf, über dessen Ursachen des Mädchens verweinte Augen ihrem Geliebten vom Fenster aus Nachricht gaben, veranlasste das ungestüme Herz des Doktors zu einem Gespräch mit Herrn Soller. Gustav hielt um Juliens Hand förmlich an, welche ihm von dem Vater nicht weniger förmlich abgeschlagen wurde. Dieses war umso rätselhafter, da Hess ein unabhängiges, großes Vermögen, einen guten Ruf, ein angenehmes Betragen und alles besaß, was seiner Bitte das Wort reden konnte. Denn selbst ein kleines Ehrenzeichen, das ein akademisches Duell seiner Wange beigebracht hatte, zog ihm bei den bedächtigsten Leuten keinen Vorwurf zu, weil es allgemein bekannt war, dass er den Streit damals nicht veranlasst hatte. Vergebens hoffte Julie ihr, sonst in seinen Meinungen ziemlich biegsamer Vater, werde ihren Liebkosungen nicht ewig widerstehen. Vergebens wurde von ihrer und des Doktors Seite alles angewandt, ihn für die sehnlich gewünschte Verbindung zu gewinnen. Nach einer Menge fruchtloser Versuche schien dem Mädchen nur eine Ursache seiner Halsstarrigkeit denkbar, und irrte sie sich in dieser nicht, so war wenig Hoffnung vorhanden, dass sie ihren einzigen Wunsch bei des Vaters Lebzeiten erreichen würde. Herr Soller war nämlich, seit der Kränklichkeit, welche ihn vermocht hatte, sich der Geschäfte seiner ausgebreiteten Handlung zu begeben, zu seinem großen Leidwesen im Besitz der Geisterseherei. Er hatte sich sogar nach und nach trotzdem Dr. Jung ein System der Geisterwelt gebildet, nach welchem unter anderem diejenigen Personen, die während ihres Lebens sich sehen ließen, alle Zeit einen höchst zweideutigen Charakter haben mussten. Julie besorgte sehr, dass der Geist des Geliebten ihrem Vater erschienen sein möchte, und ließ ihrer Schlauheit keine Ruhe, bis sie wußte, dass sich die Sache in der Tat also verhielt. Gerade in der Nacht nach dem Auffangen des Briefes war Dr. Hess ganz in seinem gewöhnlichen Anzuge bei Herrn Sollers Bette vorübergegangen. Nur ein verzweifeltes Mittel, wogegen sich ihre Schamhaftigkeit auflehnte, fiel Julien ein, und die Liebe rastete nicht, bis sie es angewandt hatte. Sie tat nämlich ihrem Vater das falsche Geständnis, dass sie von seinem Zorn und ihrem Herzen verleitet, damals dem Doktor bei Nacht die Tore geöffnet, folglich Herrn Soller ihn selbst und nicht sein Gespenst gesehen habe. Sie erzählte ihm dabei, wie sie sich der Schlüssel zu Haus und Vorsaal bemächtigt, in solchem Detail und mit so vieler Wahrscheinlichkeit, dass ihm gar kein Zweifel daran übrig blieb. Die Folge zeigte, dass Julie ihre Mittel zu wählen verstand.
So hart sie auch auf dieses Geständnis angelassen wurde, so meldete sich doch der väterliche Widerwille gegen den Doktor zusehends. Julie wußte den Geliebten davon zu benachrichtigen. Er wiederholte seine Bitte um ihre Hand, und Herr Soller, dem es bedenklich schien, seine Tochter länger zu hüten, welche dem Liebhaber im Notfalle bei Nacht ihr Zimmer öffnete, ließ ihn Gehör finden. Leider erschien dem Vater das Gespenst 8 Tage vor der festgesetzten Hochzeit wieder, und diesmal gab der Geister sehr zu genau auf die Türen Acht, als dass Julie ihre frühere Selbstanklage mit Glück hätte wiederholen können. Herr Soller bestand nun auf dem Rückgange der Heirat. Eine förmliche Prophezeiung, welche er seiner Tochter von ihrem künftigen Unglück machte, blieb auch wirklich nicht ohne Eindruck. Aber der Geliebte wußte ihr die Prophezeiung gar bald aus der liebenden Seele zu reden. Die öffentliche Verlobung war geschehen, und das Paar hielt den Vater beim früher gegebenen Worte. Da er wohl wußte, daß jedermann seine Ursache dieses Zurücknehmens für ein Hirngespinst erklären würde und eine gültigere sich nicht auffinden ließ, so willigte er zwar endlich ein, weigerte sich jedoch standhaft, einen Zeugen der Hochzeit abzugeben. Als indessen diese vorbei war, so ließ er sich auch zur Wiederherstellung des natürlichen Verhältnisses zwischen Vater und Kind bereitfinden, erwiderte des Paares Besuche und gab einmal selbst der jungen Frau zu, daß er bis jetzt seine Besorgnisse wegen ihres Gatten nicht bestätigt sehe. Dr. Hess entsagte der medizinischen Praxis, welcher er sich gewidmet hatte, oder beschränkte sich doch darin auf einige Freunde, denen er aus besonderem Wohlwollen diente. Umso gemächlicher konnten sich die Neuvermählten allen Launen der Liebe überlassen, und sie taten es auch nicht selten bis zur Ausschweifung. Mit heißer Begier hingen sie an jedem Traume, der ihre jetzige Existenz so wenig verändert als möglich. Und Sollers Geisterseherei kam bei einer solchen Gelegenheit ebenfalls zur Sprache. Die Wünsche der Liebenden verwendeten sich auch für die Möglichkeit der Wiedererscheinung nach dem Tode. Das Paar war jetzt gar nicht abgeneigt, den Geistern, die Herrn Soller zuweilen besuchten, ein Wesen zuzugestehen, wenn sie auch die Resultate, welche er daraus zog, und sein ganzes selbst erschaffenes System ganz verwerflich fanden. Gustav wußte die Geschichte zweier Liebenden, die sich das Versprechen gegeben hatten, auch im Tode nicht voneinander zu weichen, und daß der zuerst verstorbene Gatte seines Wortes eingedenk zurückgekehrt war, bis auf ihre kleinsten, der Überzeugung überaus günstigen Umstände. Die Äußerung, daß doch ihnen dies ebenfalls vergönnt sein möchte, wurde von Julien abgetan und von Gustav mit Wärme wiederholt. Man ließ sich die seltsamsten Meinungen, welche jemals über die Geisterwelt gedruckt worden waren, zusammentragen, und einige sehr merkwürdige Handschriften vollendeten die zur großen Erbauung betriebene Lektüre dieser Art. Unvermerkt wurde das Paar von der Vermutung des Möglichen zu dem Glauben an die Gewissheit der Sache geführt, und mit Hilfe verschiedener, wie von ungefähr entstandener Hypothesen, gelangte man nun, so gut wie Herr Soller, zu einer eigenen Theorie. Nach dieser wurden ein paar aufrichtig Liebende durch den Tod keineswegs getrennt. Vielmehr hatte die zuerst gestorbene Hälfte des schönen Ganzen bis zum künftigen Wiedervereine das Recht, den zurückgebliebenen Teil als Schutzengel zu umschweben. Zum Glück wurde die neue Schwärmerei von der Zeit und dem Leben allmählich abgenutzt. Aber die menschlichen Schwächen, welche jede Hälfte an der anderen entdeckte, zerstörten die Idee der Vollkommenheit, welche jede von der anderen gehabt hatte, gab bald dermaßen, daß nach Juliens erstem Wochenbette das Projekt der Rückkehr aus dem Schattenreiche in gänzliche Vergessenheit geraten war. Die sonst ganz unwandelbare Liebe wurde mit jedem Monate wandelbarer. Denn obschon der Knabe, worauf der ganze Lebenszweck der Mutter nunmehr hinzugehen schien, wieder zu Grabe getragen wurde, so schien darum doch ihr Gustav ihr nicht näher gerückt zu werden. Die beiden so glücklich zu einem ganzen vereint gewesenen Hälften fingen an, ihre Selbstständigkeit wieder zu behaupten, und wenn auch kein Teil den anderen einer förmlichen Untreue anklagen konnte, so waren doch beide entschiedene Zweifler an den Gesinnungen des Gegenteils in dieser Rücksicht geworden. Nach Verlauf 3er Jahre schien das innere Band zwischen ihnen gänzlich aufgelöst. Nur ein Äußeres hielt sie vielleicht noch beisammen. Die väterliche Prophezeiung, Lügen zu strafen, und den Freunden, welche noch immer ihre beispiellose Liebe am Hochzeitstage nicht vergessen hatten,
keinen Stoff zum Lachen zu geben, wurde der Unfriede, der jetzt manchmal in ihrem Hause ausbrach, nicht über dessen Türschwelle gelassen, wenn schon eine sehr merkliche Veränderung in dem gegenseitigen Betragen dem Kennen nirgends ganz zu verbergen war. Dr. Hess, der, wie schon erwähnt, aus Liebe zu einem ruhigen, genussreichen Leben seine medizinischen Kenntnisse nicht zum Erwerbszweige nutzte, hatte während der beiden ersten Jahre einen großen Teil des Sommers in einem berühmten Bade mit Julien zugebracht. Der dritte Sommer war wieder diesem Bade von ihm bestimmt. Allein Julie schlug die Begleitung unter dem Vorwande einer von der zweiten verunglückten Niederkunft zurückgebliebenen Kränklichkeit aus. Es war ihr gleichgültig, dass ihr Gatte, wie sein Lächeln bewies, die Nichtigkeit des Vorwands wohl durchschaute. Erst nach seiner Abreise fiel ihr eine Unpässlichkeit ein, worüber er seit einigen Monaten geklagt und die sie für bloße Vermändung seines Missmutes gehalten hatte. Wenn sie wahr wäre und wenn er weit von hier unter fremden Menschen erkranken sollte. Es fehlte wenig und der Gedanke hätte sie zur Bestellung von Postpferden angetrieben. Fröhliche Gesellschaft verjagte indessen diese Wolke gar bald von der jugendlichen Stirn, und sie schalt sich eine Törin, dass sie an einen Mann mit solcher Sorge denken könne, der soeben Anstalt machte, sich von der Langeweile, womit ihn ihr Umgang gepeinigt hatte, in den Armen der Freunde zu erholen. Im Ganzen war ihr die jetzige Einsamkeit auch gar nicht ohne Behagen. Eine Menge Rücksichten, die sie von ihrem Gatten zu beobachten hatte, konnten jetzt wegfallen. Sie stand einzig unter dem Gesetzen des Anstandes und dachte nicht ohne einige Angst an die nahe Änderung ihrer Lage, als ein Brief vom Doktor dessen Rückkehr um 3 Wochen weiter hinausschob. So willkommen ihr aber auch die Sache war, so sehr verdroß sie das, dass Gustav darin nicht einmal einen Grund seiner längeren Abwesenheit anzugeben sich bemüht hatte. Nach Verfluss einer Woche erhielt sie ein Schreiben von ihres Mannes Bruder, welcher ein ansehnliches Staatsamt in einem entfernten Lande verwaltete und, wie sie jetzt zum ersten Male hörte, den geliebten einzigen Bruder nach längerer Entbehrung wieder zu sehen, die weite Reise ins Bad unternommen hatte. Die äußerst gefährliche Krankheit ihres Gatten, welche das Schreiben verkündigte, wirkte erschütternd, und kaum hatte sich Julie zur schleunigen Abreise bereit gemacht, als sie aus einem zweiten Schreiben erst sah, dass das erste nur die Vorbereitung auf die Todespost hätte abgeben sollen. Ein plötzlicher Schlag war die Ursache seines frühen Lebensendes gewesen. Da er in dem Bade, hauptsächlich wegen seiner gesellschaftlichen Talente, viel Freunde besaß, so war seine Beerdigung äußerst rührend und feierlich gewesen. Der Bruder, welches dies schrieb, eröffnete der Witwe zugleich, dass er schon im Begriff gestanden hätte, ihr alles persönlich zu melden, als er von seinem Dienstverhältnis so unvermutet abgerufen worden. Übrigens erinnere er sich, von dem Verstorbenen kurz zuvor einmal in zufälligem Gespräche gehört zu haben, dass ihr ihm zugebrachtes dem dritten Teil seines hinterlassenen gänzlichen Vermögens bei weitem nicht erreiche, daher er bereits alle Anstalten getroffen habe, dass ihr dieser dritte Teil in sicheren Dokumenten und barem Gelde übergeben werden solle. Julie fühlte sich von dem Hauptereignis so tief verletzt, dass ihr diese ökonomische Sorgfalt jenes höchst unglückseligen Augenblickes ganz unwürdig erschien. Unwillkürlich fasste sie gegen den Briefsteller einen starken Widerwillen, dass er dergleichen in den ersten Tagen der Trauer zu berücksichtigen wert gefunden hatte. Der Vorwurf, den sie sich unmittelbar nach des Verstorbenen Abreise machte, fiel jetzt mit zermalmender Gewalt auf sie ein. Jeder schöne Moment ihrer Liebe trat aus dem Verborgenen hervor, und vor allem die längst vergessene feierliche Szene, wie sie einander wechselseitig das Erscheinen nach dem Tode zugesagt hatten. Nicht ohne ein fieberhaftes Grauen kam sie am Abend von ihrem Vater in die düstere Einsamkeit. Als sie ausgekleidet und ihr Mädchen im Fortgehen begriffen war, rief sie es zurück. Aber der Entschluss, eine Wächterin zu behalten, wurde sogleich wieder verworfen und die Dienerin fortgeschickt, ohne dass sie erfuhr, warum sie hatte umkehren müssen. Julie wollte dem Geiste ihres Gatten durch keine Zeugenfesseln anlegen, ob sie schon vor Zittern kaum das Bett erreichen konnte. Sie wünschte keinen Schutz als den des Schlafes. Aber so fest sie auch die Augen verschlossen und die Bettvorhänge, welche gewöhnlich offen blieben, zugezogen hatte, so stellte sich doch kein Schlummer ein.
Viel mehr rauschte es um sie herum, seltsamer, als es die Einsamkeit des Zimmers zu gestatten schien. Und als sie endlich, voll Entsetzen, ihr Gesicht von der Wand herüberwandte, auf alles gefasst, die Vorhänge öffnete und aufblickte, da gab die Lampe einen so abenteuerlichen, ungleichen Schimmer und bildete auf der einen Seite des Zimmers einen so dunklen, rätselhaften Schatten, wie er der Bebenden noch niemals vorgekommen war. Diese Stelle ward ihr am verdächtigsten. Je länger sie hinsah, desto beweglicher wurde der Schatten. Auch prasselte die Flamme so, als ob etwas von außen auf sie wirken müsse. Was Julien fast noch mehr als alles dieses angriff, war der Gang einer Stutzuhr, nicht weit vom Bette, dessen Einförmigkeit von den so ungewöhnlichen Ereignissen auch nicht im Mindesten gestört wurde. Schon hatte die Angestellte so viel Mut gefasst, um die Uhr stillstehen zu lassen. Schon richtete sie sich dazu in die Höhe, als der Ton des Aushebens vor der Mitternachtstunde sie wie ein Geisterruf wieder zurückwarf. Es war, als ob der hell darauf folgende Glockenschlag ihr die fest zugehaltenen Augen aufrisse, und dies nur, damit sie wahrnehmen möchte, wie sich aus dem gefürchteten Schatten die kranke Gestalt ihres Gemahls deutlich hervorhob und ihre lautlosen Schritte nach dem Bette richtete. Dieser Moment war der letzte ihres Bewusstseins, und am folgenden Morgen lag sie in einem überaus heftigen Fieber. Erst nach mehreren Monaten wurde sie völlig davon hergestellt, und nun zeigte sich ihr Vater äußerst begierig, etwas von dem Geiste zu erfahren, dessen Erscheinen sie in der Hitze der Krankheit bisweilen gedacht hatte. Doch Julie wusste nichts mehr von diesen Äußerungen, und die Nacht, welche die Einleitung zur Krankheit gewesen war, vermied sie absichtlich zu erwähnen. Ihr erster Gedanke nach der Wiederherstellung war ein Besuch des Grabes von ihrem Gemahl, ganz in dem Sinne einer frommen Wallfahrt. Auch fand sich in einer unpässlichen Freundin, welche der Arzt ins Bad schickte, eine gute Gesellschaft für die Trauernde. Julie freute sich, dass ihr Verstorbener an dem Orte seiner letzten Tage noch in dem besten Andenken stand. Sie betrachtete mit Rührung und Dankbarkeit den Stein, den einige Freunde auf seinem Hügel hatten setzen lassen. Ihr Gatte war, wie sie erst jetzt erfuhr, gewissermaßen in seinem Berufe gestorben. Von einem hilflosen Kranken, den er aus Mitleid in seine Wohnung genommen, hat er die Krankheit empfangen, welche ihn ins Grab stürzte. Man verschwieg ihr zwar den Umstand, dass sein Tod durch einen Fall aus dem Bette unstreitig beschleunigt worden, allein es hatten zu viele Leute davon gehört, als dass es ihr, die alle Menschen auf das Gespräch von ihrem Verstorbenen brachte, hätte verborgen bleiben können. Da das ganze Bad außer dem Begräbnisplatze keinen erträglichen Ort für die Trauernde aufwies, so war sie sehr wohl damit zufrieden, dass ihre Gesellschafterin, deren Umständen das hiesige Wasser nicht zusagte, wieder abzureisen für gut fand. Die Zurückkunft brachte Julien zwar Zerstreuung, aber keine ihrem Zustande anpassende entgegen. Ihr lange schon kränkelnder Vater war bettlägerig geworden, und die Ärzte verhehlten ihr nicht, dass sein Übel wohl nur mit dem Tode gänzlich gehoben werden würde. Umso angelegener ließ es sich seine Pflege sein. Die Gewissheit der nahen Einbuße einer geliebten Person gibt unserer Liebe eine nie zuvor geahndete Kraft. Julie wich nicht mehr aus dem Zimmer ihres Vaters. Wer sie sehen wollte, musste den Kranken besuchen, und wirklich erhielt der Mann aus diesem Grunde mehrere Besuche von jungen Männern, die darauf ausgingen, das unstete Leben der Ehelosigkeit in ein zweckmäßigeres zu verwandeln. Die so leise als immer rege Aufmerksamkeit der reizenden Witwe auf den Zustand und die noch unverlauteten Wünsche des Kranken musste unfehlbar das Interesse solcher Zeugen an ihr ansehnlich erhöhen. Denn was würde ein Wesen, das mit allen Ansprüchen auf die Genüsse der Jugend sich von ihnen gänzlich zurückzieht, um monatelang den zuweilen recht fühlbaren Launen eines hoffnungsvollen Kranken sich auszusetzen, was würde ein solches Wesen einem Gatten zu werden imstande sein? Aber so nah ihr auch mancher seine Absichten legte und so annehmlich einige Partien genannt werden konnten, bei denen es nur auf ihre Wahl ankam, sie wählte selbst dann keine davon, als nach einem beinahe zehnmonatlichen Leiden ihr Vater entschlummert und beerdigt war. In der Folge schloss sie sich zwar an einige gesellige Familien an, aber dies keineswegs, um Gelegenheit zum Austreten aus ihrem Witwenstande zu finden.
Die Erinnerungen an die ersten Wochen ihrer Ehe standen in der hellsten, kräftigsten Farbe vor ihr da. Die gegenseitige Liebe des Paares war damals zu groß gewesen, als dass sie sich getraut hätte, auf eine ähnliche künftige Hoffnung zu fassen. Ein Schattenbild aber ihres vergangenen Glückes scheute sie sich ins Leben zu rufen, weil sie der Verlust ihrer Unabhängigkeit ein viel zu hoher Preis dafür dünkte. Sie gestand dies auch mehreren Bewerbern ohne Rückhalt, so dass ihr Entschluss, im Witwenstande zu bleiben, zu manchem Epigramm den Interessenten Veranlassung gab. Übrigens waren ihre durch die Aufopferung von Ruhe und Schlaf bei der väterlichen Krankheit nur wenig niedergebeugt gewesenen Reize wieder vollkommen aufgeblüht, auch ihr Geist allmählich zu seiner früheren Anmut und Heiterkeit zurückgelangt. Der Vorwurf beunruhigte sie indessen noch immer zuweilen, dass sie ihren Gatten allein ins Bad hat reisen lassen, wenn ihr auch sein Geist seit dem ersten Male nicht wieder erschienen war. Sie zweifelte jetzt sogar dann und wann daran, dass es sein Geist gewesen wäre, und hielt alles vielmehr für die bloße Folge ihrer durch das Gewissen und den Keim zur Krankheit beunruhigten Fantasie. Übrigens missbilligte sie auf jeden Fall ihre Furcht außerordentlich. »Denn gesetzt, es wäre sein Geist gewesen«, sagte sie, »so sei doch glaublicher, dass der Gute seines früheren Versprechens eingedenk zurückkehrte, als dass er ihr eine fürchterliche Erscheinung habe werden wollen.« Ihr Leben, das sich nach und nach von der geräuschvollen Freude geflissen zurückzog, verlor jetzt durch die Heirat ihres Mädchens, in dem sie die sorgsamste, treueste Dienerin gehabt hatte, auch vieles von der zeitherigen Gemächlichkeit im Hause. Diese Dienerin war mit Julien aufgewachsen und hatte sogar einen großen Teil ihrer Bildung mitgenossen. Jetzt verband sie sich mit einem Menschen, der weder durch Stand noch Erziehung auf die über ihre Verhältnisse weit emporragende Ansprüche hatte. Julie ließ sie gewähren, veranstaltete sogar die Hochzeit. Ein Umgang aber mit ihr, welcher sich selbst erniedrigt hatte, war darum nicht fortzusetzen, weil er Julien in einen ungebildeten Kreis herabzuziehen drohte. Je einsamer sie sich dadurch fühlte, desto sorglicher pflegte ihre Einbildungskraft die Bilder der ersten Liebestage. Es ging so weit, dass sie schon einige Male ihren Verstorbenen in Geistergestalt zurückgewünscht hatte, damit er sähe, wie sie aus seinen glühenden Briefen Freude schöpfte oder sein Bild oder irgendein Andenken von ihm an ihr Herz drückte, kurz, wie ihr ganzes Leben nichts Selbstständiges, sondern bloß eine Beziehung auf das früher Geführte zu nennen war. Mit diesem Gedanken war sie wieder einmal schlafen gegangen, als eben die Wagen nach dem Maskenballe rasselten, zu welchem sie eine sehr dringende Einladung abgelehnt hatte. Mehrere Stunden mochte sie geschlummert haben, als ihr Auge sich wieder öffnete. In demselben Moment erblickte sie eine Gestalt im Hintergrunde des Nebenzimmers, die sich mit der äußersten Langsamkeit näherte. Der sehnlich gewünschte Schatten. Unverkennbar. Der Vorwurf, ihren Gatten durch den unbefugten Wunsch des Wiedersehens in seiner Ruhe gestört zu haben, welcher Julien jetzt mächtig befiel, beraubte sie aller Freude an der Erscheinung. An dem Vorsatz der Anrede war nicht mehr zu denken. Vielmehr benahm ihr die Furcht den Atem und verschloss ihre Augen, als der Schatten noch weit im Nebenzimmer war. Bald darauf hob ebenfalls die Furcht ihr Augenlid wieder zu verschiedenen Malen unmerklich, und siehe da, die Erscheinung war dicht vor ihrem Bette stehen geblieben. In der bangsten Erwartung hatte Julie lange gelegen, als die Gestalt endlich davonschlich. Erst eine halbe Stunde später fasste die Erschrockene so viel Mut, um sich zu regen und an der Klingel zu ziehen. Allein sie zog dreimal und zuletzt äußerst starr, ohne dass ihr Mädchen einen Laut von sich gab. Die Uhr schlug eben zwei und sie machte sich selbst auf, die Dienerin zu suchen. Doch sie fand nur das leere Bette. Die Köchin aber und der Bediente schliefen beide in einem der oberen Stockwerke, wohin keine Klingel geleitet war. Dass das Stubenmädchen ein unordentliches Leben führte, war Julien schon bekannt. Unfehlbar hatte sich die Dirne in der Hoffnung, nicht vermisst zu werden, aus dem Hause gestohlen. Übrigens fand die Witwe doch die äußeren Tore verschlossen. Das Mädchen schlafbedürftiges Auge sagte am folgenden Morgen voraus, was sie späterhin auf Juliens Frage selbst bekannte, dass sie dem Maskenballe und nicht eben mit Mäßigung beigewohnt habe.
Da Julie ihr schon mehrere Male das nächtliche Verschwinden ernstlich verboten hatte, so wurde die schlechte Dienerin sogleich abgelohnt und aus dem Hause geschickt. Es gelang Julien auch noch an demselben Tage eine andere zu bekommen, welche weit besser einschlug als drei, mit denen sie es seit der Verheiratung ihrer ersten vergebens versucht hatte. Alle Nächte wurden der Witwe nun von der Furcht wie von einem bösen Fieber befallen. Der Ton jedes Lüftchens, das Knistern des Strohhalms, ging ihr durch den ganzen Körper. Ihr Auge weigerte sich zwar, die Gestalt des Verstorbenen anzuerkennen, aber ihr Ohr hörte die Bewegung derselben. Sie bat ihres Vaters Mahnen die Zweifel ab, welche sie vormals an seinen Erscheinungen gehabt hatte. Sie verhehlte auch niemand die Sache und konnte sich gegen jeden sehr ereifern, der die Gestalt, die vor ihrem Bette getreten war, in Zweifel ziehen wollte. Sie würde sich, sagte Julie empfindlich, die Kraft ihrer Augen und Ohren von keinem Menschen abstreiten lassen. Sie erwähnte jetzt der früheren Erscheinung kurz nach ihres Gatten Tod und dass sie darum niemand ein Wort gesagt habe, weil sie selbst solche zuweilen als die Folge ihres fieberhaften Zustandes bezweifelt hätte. Sie fragte, ob man seitdem Spuren von Verstandesschwäche an ihr gewahr geworden wäre. Auch die natürlichen Erklärungen, welche häufig gewagt wurden, waren ihr ein Verdruss. Man meinte zum Beispiel, dass ja wohl ein Liebhaber ihres damaligen hübschen, im Punkte der Liebe sehr gastfreien Mädchens, das Zimmer verfehlt haben könne. Dass es ein solcher gewesen, sei umso wahrscheinlicher, da der sogenannte Geist ganz in gewöhnlichen Modekleidern erschienen wäre, welche wohl dem Geisterkostüme nicht sonderlich anpassen möge. Auf Ersteres aber entgegnete Julie, dass diejenigen Liebhaber der Dirne, die so vertraut mit derselben wären, um Nachschlüssel von ihr zu Hause und Wohnung zu erhalten, unfehlbar ihr auf der anderen Seite gelegenes Gemach gefunden haben würden. Und dass die äußere Türe wirklich verschlossen gewesen wäre, das werde sie sich von niemandem abstreiten lassen. Die Einwendungen wegen des Kostüms suchte sie mit der Frage niederzuschlagen, obwohl nicht ein an sich körperloses Wesen, das sich in der Körperwelt zu erkennen geben wolle, eine kenntliche Gestalt anzunehmen genötigt sei. Und ob sie denn, fügte sie mit Leidenschaft hinzu, keinen Glauben verdiene, wenn sie versichere, darauf mit gutem Gewissen einen Eid ablegen zu können, dass zwischen der Erscheinung und der Gestalt ihres Verstorbenen kein Unterschied aus der eines geistigen Wesens stattgefunden und dass ihr scharfes Auge selbst die Schramme im Backen deutlich wahrgenommen habe. Julie sprach überhaupt so verständig und überzeugend von der Begebenheit, dass sie eine Menge Anhänger fand, und sie und ihre Geisterseherei wurden so häufig der Gegenstand des Gesprächs, dass es ein Wunder gewesen sein würde, wenn die Sache der jetziger Zeit alles ergreifende Druckerpresse entgangen wäre. Obschon das Schriftchen, das irgendein Unbekannter deshalb ins Publikum förderte, von Unrichtigkeiten wimmelte, so fand sich doch die Heldin, da ihr Name darin verschwiegen, auch die Geschichte im Übrigen ohne Beleidigung vorgetragen worden, zu keiner öffentlichen Berichtigung aufgefordert. Ebenso wenig wurde sie von den Spöttern, die sich hier und da darüber vernehmen ließen, in ihrem festen Glauben wankend gemacht. Sie war zufrieden, dass sie, seit ihr jetziges Mädchen in einem Zimmer mit ihr schlief, von keiner häuslichen Beunruhigung weiter etwas sah noch hörte. Mit den kurzen Sommernächten kam sogar ihr Mut schon in solchem Grade zurück, dass sie ohne die mindeste Besorgnis jede Nacht wieder ganz alleine zubrachte. Bei alledem war ihr Glauben an die Wirklichkeit der Erscheinung weder erschüttert, noch auch nur in etwas geschwächt. Gegen Ende des Sommers traf sie einmal ganz unvermutet in einem Hause, das zu ihrem Umgange gehörte, einen von ihrem verstorbenen Gatten sehr geschätzten Freund, der ihr schon lange vor des letzteren Todes nicht vorgekommen war. Sie freute sich sehr, den Mann zu sehen, der bei innerer und äußerer Liebenswürdigkeit den einzigen Fehler hatte, dass er nur im unsteten Leben sich gefiel und von einer Heirat gar nichts wissen wollte. Juliens Eintritt war zum Raube an der Gesellschaft, welche bis dahin den lebendigen Geist des Mannes in seinen gewandten Erzählungen bewundert hatte. Herr von Rosen geriet mit der Witwe seines Freundes in ein besonderes Gespräch, das nur selten von der allgemeinen Unterhaltung unterbrochen, sich bis zum Abschiede munter erhielt und am folgenden Morgen in der Wohnung der Witwe fortgesetzt wurde. Der Gegenstand war Juliens Geisterseherei.
Herr von Rosen hatte sich schon früher als einen hartnäckigen Zweifler an diesem ganzen Felde der Erfahrung gezeigt und noch bei Lebzeiten ihres Mannes mehrere Geistergeschichten mit großem Geschick natürlich erklärt. Er widersprach auch der Erscheinung seines verstorbenen Freundes, und Beweis und Gegenbeweis wurden von beiden Seiten mit zu großer Wärme geführt, als dass es zu einer Entscheidung hätte kommen können. Nachdem Herr Rosen lange vergebens behauptet hatte, dass Julie entweder durch ihre eigenen Sinne oder durch andere Menschen hierin getäuscht worden sei, rief er mit einem Male aus, oder wie, wenn sich alles auch noch anders erklären ließe. Anders vielleicht, sprach seine Gegnerin. Aber auch besser? Wer weiß, Sie haben mir die besonderen Umstände beim Tode Ihres Gatten noch nicht erzählt. Er starb im Bade, in Ihrer Abwesenheit, und plötzlich. Sie schütteln dabei zweifelhaft den Kopf. Wollen Sie mich vielleicht überreden, dass er nicht wirklich gestorben sei? Nichts will ich als eine Erklärung versuchen, die Sie ja verwerfen können, wenn sie Ihnen nicht zusagt. Und ich, sprach Julie empfindlich, ich will Sie bitten, dergleichen Experimente nicht an der Asche der mir teuersten Person auf der Welt zu machen. Nunmehr bestand Herr von Rosen mit vielem Ernste, dass er, als einer der vertrautesten Freunde des Verewigten, wohl ein Recht auf das Detail seines Todes habe. Er hob sich, wie sich Julie darüber nicht erklären wollte, mit einigem Unwillen und warf einen suchenden Blick nach seinem Hute. »Es ist wahr«, sagte Julie hierauf, »dieses Recht haben Sie. Doch habe auch ich, indem ich es Ihnen einräume, wohl das Recht, Sie vor jedem Missbrauch zu warnen.« Unter vielen Tränen gab ihm die Witwe die Geschichte mit allen Umständen und sprach, als sie nach der Beendigung sich sein ernstes Gesicht nicht zu erklären vermochte, »Was sagen Sie nun?« »Nicht das Mindeste, was Sie nicht hören wollen.« »Ihr Achselzucken beleidigt mich, Herr von Rosen. Ich glaube, dass gegen so viel unverwerfliche Zeugnisse des Todes nicht einmal der Versuch einer anderen Erklärung gewagt werden könne.« »Und mir ist es von Ihnen selbst verboten, Sie in diesem Glauben zu stören.« »Herr von Rosen«, sagte sie feierlich, als er Miene zum Fortgehen machte, »ich muss Sie jetzt anhören.« »Dann aber erlauben Sie mir auch einen früheren Umstand zu erwähnen.« »Erwähnen Sie, was Sie Ihrem Zweck gemäß erachten.« »Ich bin bereit. Aus Ihrem Munde habe ich es, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Manne kurz vor dessen Tode der früheren Harmonie so entwöhnt war, dass ich besorgen muss, Sie sind beiderseits zur ehelichen Trennung zuweilen insgeheim nicht abgeneigt gewesen. Einige Jahre früher waren alle Ihre Wünsche Ihres Gatten auf eine weite Reise gerichtet. Diese Wünsche wurden nachher von seiner Liebe zu Ihnen und dem Glück Ihres Besitzes sehr natürlich verdrängt. Die seitdem abermals sehr veränderten Umstände, will ich nun annehmen, hatten die alte Reiselust wieder in ihm erweckt, und es gab zwei Wege zu diesem Ziele, entweder mit Ihnen zu reisen oder ohne Sie. Allein Ihnen war es zu viel zugemutet, die allerlei mit der Reise in einen anderen Weltteil verknüpften Beschwerden zu einer Zeit zu teilen, wo Sie, aufrichtig zu sprechen, seinen Umgang nicht einmal immer gern hatten. Die Reise ohne Sie aber hätte Sie hier in der Langeweile oder der ewigen Besorgnis, durch seine Rückkehr in Ihrem Vergnügen gestört zu werden, preisgeben heißen. Von diesen beiden Wegen war also keiner gut einzuschlagen. Es gab aber noch zwei Mittel, welche eine Radikalheilung versprachen und wovon das eine Scheidung hieße. Aber das hässliche Wort empörte Ihren Gatten. Es hätte Sie und ihn dem Gerede der Leute ausgesetzt, die nicht lange zuvor sich an der ungewöhnlichen Zärtlichkeit des Paares geärgert hatten. Die Vorwürfe Ihres Vaters, welcher der Verbindung von Anfang an abgeneigt gewesen, hätten überdies unfehlbar Ihr Leben verbittert. Daher wurde denn auch dieses Mittel verworfen. Das letzte Mittel, welches sich von selbst auseinandersetzen wird, sah freilich etwas sonderbar und abenteuerlich aus. Aber es versprach meinem Freunde seine Freiheit und ihnen nach kurzem Witwenstande einen zweiten, ihren Wünschen gemäßen Gatten. »Herr von Rosen«, so brach hier die Witwe aus, »Sie machen es ganz wie der Anwalt eines schlechten Prozesses. Um den Gegner zu ermüden, ziehen Sie die Sache mit zwecklosen Dingen in die Länge. Ich würde kein Wort deshalb verlieren, wenn Sie nur dabei unterließen, diejenigen Punkte meines Lebens, die ich am meisten bereue, diejenigen Seiten meiner Gefühle, welche den schmerzlichsten Ton angeben, ohne alle Schonung zu berühren.« »Teure Freundin«, fiel der Erklärer ein, »ich habe mir die Vorwürfe wegen dieser bangen Erinnerungen schon früher selbst gemacht.
Aber ich musste jener Zeit gedenken, weil sie der notwendige Grund des Gebäudes ist, das ich nun schon zur Hälfte beendet habe. Aber wozu denn dieses ganze Kartenhaus, welches den Totenschein, den ich Ihnen sogleich vorzeigen kann, mit einem Hauche niederwirft? Der Totenschein? Als ob noch nie einer ohne Grund ausgestellt worden wäre. Doch da ich über die schwierigsten Stellen bereits hinaus bin, so erlauben Sie mir, meine Hypothese weiter zu verfolgen. Ihr Gemahl reiset ins Bad, wo er seinen Bruder vorfindet. Diesem entdeckt er seine häusliche Unbehaglichkeit. Er sagt ihm, dass er gern den dritten Teil seines Vermögens entbehren würde, wenn er damit seine Freiheit wiedererlangen könnte. Der Umstand, dass vielleicht gerade mehreren ihrer Dürftigkeit wegen wohl nicht besorgten Kranken, denen ihr Gatte aus Mitleid seinen ärztlichen Beistand zuwendet, der unvermeidliche Tod schon zur Seite steht, gibt ein Mittel zum Kaufe der Freiheit um diesen Preis an die Hand. Die schlechte Wohnung des einen Patienten wird der Vorwand, diesem ein Zimmer in dem Hause einzuräumen, welches ihr Mann mit seinem Bruder bewohnt. Wie vorauszusehen, stirbt der Kranke trotz der besten Pflege und Mittel, und ihr Gatte geht indessen bei Nacht davon, um alles weitere seinem Bruder zu überlassen. Finden Sie meinen Wagesatz jetzt natürlicher? Keineswegs, und bitte Sie daher, die nähere Auseinandersetzung des Weiteren selber zu übernehmen. Wenn ich Sie damit nicht ermüde, recht gern. Ihr Gatte, der schon auf diesen Plan hin einige Wochen zuvor scheinbar gekränkelt, hat seine Hauskleidung zurückgelassen, welche dem Verstorbenen angelegt wird, dessen Besserung mehrere Tage früher kann erwähnt worden sein und der, wie es nun heißen könnte, in seine Heimat zurückgekehrt ist. Der Verstorbene wird für ihren Mann ausgegeben und begraben. So dächt ich, wäre das Rätsel ziemlich aufgelöst. Bis auf einige Kleinigkeiten, über die Sie hinwegschlüpfen, so sehr auch gerade diese Berücksichtigung verlangen. Unter viele muss ich ein wichtiges Geheimnis niemals verteilen, wenn es sein Wesen nicht bald verlieren soll. Das werden Sie mir zugeben. Wie viele aber müssten hier ins Interesse gezogen worden sein? Kein Mensch als der alte Diener von Ihres Mannes Bruder, dessen seltene Treue, wie ich mich erinnere, sonst mehrere Male in diesem Zimmer hier gerühmt worden ist. Ihr Mann und dessen Bruder hatten vielleicht im Bade diesen einzigen Menschen zur Bedienung, und von ihm war für das Geheimnis nichts zu befürchten. Ich muss Einwendungen machen, um mich nur von Ihren leider sehr unwahrscheinlichen und falschen Erklärungen auf einmal zu befreien. Sie vergessen noch gar manches andere, Herr von Rosen. Ein Mann, der so viele Freunde in einem Bade hatte wie mein Verewigter, würde unfehlbar auch nach seinem Tod manchen Besuch erhalten haben. Die Freundschaft wünscht immer, die geliebten Reste noch einmal zu sehen, wenn der Freund selber hinübergegangen ist, und würde in einer fremden, zufällig aufgerafften Leiche gewiss die bekannten Züge vermisst haben. Ja, werte Freundin, auch ich bin überzeugt, dass Ihres Mannes Bruder manchen Besuch erhalten und des Vorfalles wegen vielfältig hat Rede stehen müssen. Letzteres scheint mir sogar ein recht schwieriges Unternehmen, das indessen einem so geschickten Weltmanner hätte wohl gelingen können. Zuverlässig haben auch viele den Leichnam gesehen, bis auf das Gesicht, welches durch den vorgeblichen Fall aus dem Bette ganz entstellt in ein Tuch verhüllt worden sein könnte. Und die Leichenfrau, Herr von Rosen? Oder gibt es in so einem berühmten Bade keine Personen dieser Art, oder haben Sie dort nicht die Pflicht, sich von des Verstorbenen natürlichen Todes zu überzeugen? Unstreitig gibt es solche Personen und Pflichten auch dort. Aber wer wird einen allgemein für rechtlich anerkannten Mann einer Unternehmung gegen seines Bruders Leben fähig halten? Die Leichenwäscherin wird, wenn er sie bittet, dass sie die Wunde am Gesicht des Verstorbenen nicht aufreißen möge, unter diesen Umständen gar leicht durch ein Goldstück von ihrer Pflicht sich losgesprochen fühlen. Denn das brauche ich nicht einmal anzunehmen, dass der verstorbene Arme wirklich aus dem Bette gefallen und dadurch sein Gesicht unkenntlich geworden sei, oder dass man sich nach seinem Tode gewaltsamer Mittel bedient habe, ihm das Kenntliche zu benehmen. Aber mein guter Rosen, was haben Sie nun mit dieser so langen als künstlichen Erklärung oder leider vielmehr Verdrehung des Ereignisses bewirkt? Und doch wohl den Gedanken an die Möglichkeit, dass Ihr Gatte noch leben könnte? Nur die Gewissheit davon würde mir Trost verschaffen, und diese hat mir Ihre seltsame Deutung nicht gegeben. Am Ende verfolgen Sie wohl gar die Sache noch weiter und ziehen aus dem Zeitherigen den Schluss, dass es keine Erscheinung, sondern mein verstorben geglaubter selbst gewesen sei, was ich in meinen Zimmern gesehen habe? Wenn ich nicht die aufgeregte, kränkliche Einbildungskraft in Ihnen oder einen Betrug von außen ja annehmen soll.
Unfehlbar. Wozu, lieber Rosen, verleitet sie diesmal der Hang, scharfsinnig zu erscheinen? Der Mann also, der, um sich, ihrer Erklärung nach, mit einem Drittteil seines großen Vermögens von mir loskaufte, derselbe Mann sollte nun auf einmal wieder in meine Wohnung geschlichen sein, um sich der Gefahr meiner Ansprüche zu exponieren? Ich gestehe Ihnen, dass mein geringer Scharfsinn nicht ausreicht, um den Zusammenhang dieser zwiefachen Seltsamkeit auszumitteln. Der doch wahrlich überaus nahe liegt. Sehen wir nur das gewiss nicht Unwahrscheinliche, dass Ihr Gatte seiner unbezwinglichen Vorliebe in einem anderen Weltteile zu leben, gehuldigt und das Vergnügen, sie bald befriedigt zu sehen, die erste Zeit über keinen anderen Gedanken in seiner Seele Platz gelassen habe. Schieben wir sogar seine Reue bis nach Erreichen dieses Wunsches hinaus. Aber kommen musste diese Reue, zumal bei seinem tiefen Gefühle. Er sieht nun ein, wie schwer er sich an ihnen vergangen hat und dass sich nicht berechnen lässt, welche Folgen sein angeblicher Tod bei dem Zwiespalt, der zuvor zwischen ihnen beiden geherrscht, wohl äußern könnte. Bei dieser Betrachtung erneuert sich ihr Bild in seinem Herzen mit der vollen Glorie der früheren Zeit. Seine Sehnsucht treibt ihn zurück. Er kommt hierher und wünscht nichts sehnlicher, als sich von ihrem Wohlsein zu überzeugen. Er findet Mittel, in ihre Wohnung zu gelangen und wird von ihnen für ein Gespenst gehalten. »Wollte Gott«, rief die Witwe, »dass sie wahr geredet hätten. Doch leider ist diese Deutung noch unwahrscheinlicher als die Auslegung seines Todes. Alles bis zur Rückkehr angenommen, warum musste er zu dem abenteuerlichen Nachtbesuch seine Zuflucht nehmen?« »Warum? Weil er nicht das Mindeste von ihren Gesinnungen wusste und sich, als ein Todgeglaubter, in einer Stadt, wo ihn jedes Kind kennt, bei Tage von niemandem sehen lassen durfte. Und dass er durch die verschlossene Türe herein und wieder hinausgegangen war? Wie erklärt sich das?« »Recht leicht, nachdem Sie mir gesagt haben, dass Ihr weniger sittliches als hübsches Mädchen sich gerade in derselben Nacht auf dem Maskenballe befunden hat. Kann er denn nicht eben an diesem Abende angekommen und auf den Maskenball gegangen sein, um sie selbst vielleicht da zu sehen oder in seiner Verlarvung Nachrichten über sie einzuziehen? Kann denn nicht der Zufall Ihnen da mit Ihrem hübschen Mädchen zusammengeführt und der ziemlich ausgedehnte Begriff von Maskenfreiheit ihm nähere Bekanntschaft mit den Reizen und übrigen Umständen der Nachtschwärmerin verschafft haben? Nun dürfte er seiner Gesellschafterin nur etwa einige Gläser Wein zu viel eingeschenkt, in dem dadurch bewirkten Zustande die Schlüssel heimlich weggenommen und sich derer hier bedient haben. Ihm, der jeden Winkel dieses Hauses auswendig weiß, würde es wohl nicht allzu schwer geworden sein, sich im Finstern bis vor ihr Bette zu finden.« Julie sagte hierauf sehr empfindlich: »Sie haben viel zu weit ausgeholt, Herr von Rosen, wenn es Ihnen nur darum zu tun war, mit seinem so geringen Scherze zu endigen. Mein Verstorbener, das bin ich überzeugt, besaß jederzeit zu viel Stolz, um unwürdige Abenteuer wie das mit dem Dienstmädchen aufzusuchen und zu verfolgen. Daher muss es mich kränken, ihn noch nach seinem Tode dergestalt preisgegeben zu sehen.« »Aber, beste Freundin«, versetzte Rosen, »Sie nehmen die Sache von der falschen Seite. Durch das Setzen dieses Falles wollte ich ja nur einen von den vielen Wegen zeigen, auf welchen er den Schlüssel hätte finden können, auf den Sie ein so großes Gewicht legten. Ich habe in der Eile einen ungeschickten, dem Charakter Ihres Gatten nicht angemessenen Fall ergriffen. Das sehe ich jetzt ebenfalls ein. Viel wahrscheinlicher kann ich dem Doktor einen vertrauten Freund zum Begleiter zugesellen, dem solche Abenteuer auf Maskenbällen weniger zuwider sind. Während Ihr Gatte überall nach Ihnen oder Nachrichten von Ihnen sucht, könnte dieser Vertraute in dem Mädchen zufällig ihre Dienerin entdeckt und dem Doktor davon einen Wink gegeben, ihm den Schlüssel verschafft und diese, nach gemachtem Gebrauche, der vor Trunkenheit halb Bewusstlosen wieder zugesteckt haben, ohne dass sie von dem ganzen Vorgange das Mindeste geahnt hätte. Brechen wir ab, Herr von Rosen. Umsonst haben Sie mir durch Erwähnung der letzten Zeit vor meines Mannes Tode meine Schuld in recht schreienden Farben vor die wunden Augen gerückt. Umsonst haben Sie eine Menge Möglichkeiten gesetzt, mir Ihre Kunst in Erklärung von Geistererscheinungen wieder einmal zu zeigen. Denn nur diesen Zweck muss ich annehmen, wenn ich Ihre Bemühungen nicht völlig zwecklos schelten soll. Übrigens wird mich, so ähnlich auch die Gestalt, wovon die Rede ist, meinem Manne gewesen, kein Mensch überzeugen, dass ich ihn selbst in ihr gesehen habe. Ihr Gang und das Ätherische um sie her, das mich erschütterte, dies sagte mir bestimmt genug, dass sie einer höheren Welt angehörte.
Ihre Bangigkeit, beste Freundin, hatte unstreitig dieses ästhetische erst in die Gestalt hineingetragen. Allein Julie widersprach und blieb dabei, dass die Erscheinung durchaus nicht die Bestimmtheit eines menschlichen Umrisses gehabt hätte. Nun, fuhr der Geisterleugner fort, so ist ihnen ohne Zweifel ein Betrug gespielt worden. »Still davon«, erwiderte Julie. »Der Betrug kann höchstens die Farbe, niemals aber das Wesen der Wahrheit sich aneignen.« »Sie kennen solche Kunststücke zu wenig«, sprach der Herr von Rosen. »Ich selbst aber weiß, mit Geisterblendwerken umzugehen.« Julie lehnte die Proben, zu denen er sich erbot, mit Lebhaftigkeit ab. Aber er schien sie mit Gewalt von ihrem Glauben an überirdische Erscheinungen bekehren zu wollen und wurde hierin mit jedem Tage zudringlicher. Um ihn nur loszuwerden, sagte die Witwe endlich, dass sie ihn unter der Bedingung, nachher nie wieder einen Versuch gegen ihren Geisterglauben zu wagen, gewähren lassen wollte. Sie verbarg ihren Verdruss darüber, dass sie ihm eins ihrer Zimmer, welches einen abgesonderten Ausgang hatte, 8 Tage früher zu den nötigen Vorbereitungen abtreten musste und dass er Schlösser vor dieses Zimmer legte. Die geheimen Vorwürfe, welche die ganze Sache ihr verursachte, besänftigte der Gedanke, dass die Veranlassung dazu kein Vorwitz, sondern der sehnliche Wunsch sei, allen Vorwitz so weit als möglich von sich zu entfernen. Dessen ungeachtet wurde sie durch die schwarze Kleidung und die außerordentliche Feierlichkeit, womit der Geisterbeschwörer am festgesetzten Abend in ihr Zimmer trat, so sichtbar überrascht, dass es ihm auffiel und er zu ihr sagte: »Sehen Sie wohl, dass Sie sich sogar heute, da Sie wissen, dass Sie es mit einer bloßen Täuschung zu tun haben, einer ungewöhnlichen Stimmung nicht erwehren können. Vielleicht erhielte der Geist, der Ihnen bald erscheinen soll, dieselbe ätherische Hülle, welche Ihr Auge der bewussten Erscheinung lieh, wenn ich dem nicht vorzubeugen und um einen Teil des Eindrucks zu zerstören, meine Gravität ablegen und Sie nochmals versichern wollte, dass Sie es mit lauter natürlicher Zauberei zu tun haben. Ja, ich will Ihnen im Voraus zeigen, in welchem Kostüm die Gestalt sich Ihnen nähern wird.« Julie erstaunte, als er ihr ein Miniaturgemälde vorhielt, welches ihren beweinten Gatten in demselben Mantel darstellte, in dem er zuletzt vor ihr Bette getreten war und wovon sie niemandem gesagt hatte. »Was aber würden Sie sprechen, teure Freundin?« fing jetzt Herr von Rosen an, »wenn statt der versprochenen Täuschung die Wahrheit, Ihr Gatte selbst aus diesem Zimmer käme und die Falle, die ich neulich Ihrer Meinung nach so zwecklos und unnütz setzte, den letzten auf dem Maskenballer ausgenommen, der Ihren Verdruss am meisten erregte, die treue Erzählung des wirklichen Vorgangs enthalten hätten?« Während sich Juliens Erstaunen durch Rosens zuversichtlichen Ton in Entzücken auflöste, ging er langsam auf die Türe zu und öffnete sie, um den überzeugendsten Beweis für die Sache zu führen. Die Liebenden sanken einander schweigend in die Arme. Rosen selbst war der Vertraute des Doktors auf dem Maskenballe und jetzt der Mann gewesen, der die Gesinnungen der vermeinten Witwe hatte prüfen sollen. Kaum aber würde Hess die Sache gewagt haben, wenn ihm die Druckschrift, zu welcher die Geistergeschichte Anlass gegeben und die bei aller Falschheit der Angabe doch seine Gattin kenntlich machte und ihre Anhänglichkeit an den vermeinten Toten schilderte, nicht in die Hände geraten wäre. Aus leicht erklärbaren Ursachen hat man den Vorgang in der Stadt, wo er sich zutrug, nicht verlauten lassen. Julie verkaufte ihre Besitzungen und entfernte sich. Niemand wußte eigentlich, wohin. Welschlands fröhlicher Himmel, in dem des Doktors kranker Bruder seine Genesung hoffte, wurde auch des Paares Aufenthalt. Dort lebten sie unter dem Namen, den Hess seit seinem vorgeblichen Tode geführt hatte. Und wer das glückliche Paar sähe und die Geschichte wüßte, der würde mancher an zu hohen Erwartungen tödlich erkrankten Ehe einen dergleichen Salto Mortale zum Heilmittel wünschen. Ich, ey.